Die Kompaktklasse, jawohl, die ist hart umkämpft. Wer sich ein neues Auto kaufen möchte, der kommt an diesen Modellen hier nicht vorbei. Es treten an der VW Golf 8 gegen den Audi i-Sportback und in Rot zu meiner Linken, jawohl, der Seat Leon. Alle haben 1.5 e-TSI, das heißt, sind alle Mild-Hybrids, alle haben 150 PS und alle basieren auf der MQB Evo-Plattform. Doch welcher ist für wen etwas? Faktencheck. Natürlich, Aussehen ist subjektiv, trotzdem hat jeder der drei Kompakten einen ganz eigenen Charakter und das erkennt man auch schon außen. Der Audi A3, der gibt sich vor allem elegant, komfortabel. Der Golf 8, der ist vor allem solide und modern. Und der Seat Leon, der gibt sich dynamisch, sportlich und sehr emotional. Wenn man die Größe sich mal anschaut von allen Fahrzeugen, dann ist der Golf tatsächlich der kürzeste. Ja, der ist nämlich 4,28 Meter lang. Dann haben wir den Audi A3 mit 4,34 Meter und hier den Seat Leon mit 4,37 Meter. Damit ist er der größte. Übrigens ist der Seat Leon in diesem Vergleich das leichteste Fahrzeug mit 1360 Kilogramm, gefolgt vom Golf mit 1380. Am schwersten ist der Audi A3 hier vor mir. Das ist aber auch natürlich abhängig von den ganzen Sonderausstattungen. Den Anfang macht der prestigeträchtige Audi A3, der nicht nur optisch sehr edel daherkommt. Alle drei Kompakte in unserem Test vertrauen demselben Fahrwerkslayout, das heißt Adaptivfahrwerk, wie eben bereits schon erwähnt. Und wir haben bei allen eine Vierlenker-Hinterachse, bei Golf, Leon und A3. Dadurch haben wir wirklich ein sehr komfortables, ausgewogenes Fahrempfinden und auch ein dynamisches. Vor allem auch beim Audi A3, der sich wirklich hier sehr direkt um die Kurven zirkeln lässt. Aber nicht nur das macht ihn auch so begehrenswert, sondern auch der 1,5 TSI Motor mit 150 PS und 250 Newtonmeter. In Kombination mit dem Doppelkupplungsgetriebe ist das wirklich eine sehr harmonische Kombination. Alle drei Fahrzeuge in unserem Test haben übrigens auch das 48 Volt Mild Hybrid System. Das heißt also, wir haben einen Startergenerator und wir haben einen 48 Volt Akku, der befindet sich unter dem Beifahrersitz. Dadurch haben wir nochmal so einen kleinen Boost, also er wirkt unterstützend, der Generator. Und wir haben auch die Möglichkeit, länger zu segeln, was wiederum auch gut für den Benzinverbrauch ist. Wenn wir hier jetzt mal Vollgas geben von 0 auf 100, dann braucht der Audi A3 so 8,5 Sekunden im Schnitt. Also unter 9 bleibt er auf jeden Fall immer. Und die V-Max ist über 220 km/h. Somit liegen alle drei, also Golf, Leon und Audi A3, auf einem ähnlichen Niveau. Und das kann ich auch vom Benzinverbrauch sagen. Denn hier liegen wir im Schnitt bei allen drei bei 6,5 Liter. Na, das ist natürlich stark abhängig von der Schwere des Gasfußes, aber 6,5 Liter, alle haben 50 Liter Tank, bedeutet, wenn wir das mal umrechnen, und das ist wirklich in der Praxis auch so, dass wir mindestens 700 Kilometer weit kommen, ja, tendenziell sogar 800 Kilometer, und das ist wirklich für ein Kompaktfahrzeug wirklich eine große Nummer. Tendenziell komfortabel abgestimmt zeigt sich der A3 am besten geeignet für lange Strecken. Dennoch, weichgespült ist er auf keinen Fall, auch mit ihm macht zügiges Kurvenfahren sehr viel Spaß. Der hier ist ganz klar die Premium-Wahl dieses Kompakt-Trios. Jetzt können wir natürlich darüber streiten, ob es so viel Geld sein muss für einen Kompakten. In dem Fall kostet der Audi A3 hier in dieser Testwagen-Variante rund 48.000 Euro. Der Gegenwert ist allerdings spürbar und das in vielen Belangen, zum Beispiel ja in der Wertigkeit, in der Verarbeitung. Wir haben eine hochwertige Materialauswahl und wirklich eine Top-Verarbeitung und er legt da nochmal eine Schippe drauf im Vergleich zum Seat Leon und zum VW Golf. Da wird der Audi A3 also seinem Anspruch und dem Preis gerecht. Doch wie schaut's mit dem Fahrverhalten aus? Was das Fahren angeht, ist der Audi A3 der vierten Generation durchaus beeindruckend. Mit seinem optionalen Adaptivfahrwerk, mit seiner Progressivlenkung und mit seinen wunderbaren Sitzen, die übrigens vielseitig einstellbar sind, bietet er wirklich einen sehr, sehr hohen Fahr- und Federungskomfort. Im Vergleich zu einem Seat Leon,
der wirklich sehr, sehr straff und sportlich abgestimmt ist, ist der Audi A3 sehr komfortabel. Der Golf hingegen ist so der Allrounder, der ist zwar auch spitz unterwegs, aber eben nicht ganz so komfortabel wie der Audi A3 und nicht ganz so sportlich wie der Seat Leon. Komfortabel, luxuriös, stylisch, so lässt sich der A3 in Kürze zusammenfassen. Seine moderne Ausstattung, die hübsch gezeichnete Silhouette und seine Alltagstauglichkeit machen ihn zum begehrenswerten Star in diesem Dreiervergleich. Sein Kofferraum, fast mit maximal 1200 Litern, zwar weniger als das seiner Mitstreiter, klein ist er trotzdem nicht. Sein Interieur, die Sitze sowie seine Bedienung wirken ausgereift und das hat auch einen guten Grund. Audi verzichtet nicht ganz auf Knöpfe und Schalter und das mag ich schon. Während im VW Golf und im Seat Leon ja alles intuitiv ist, alles wird getouched, geslidet und so weiter und so fort. Ja, wir haben aber hier im Audi A3 auch sehr viele digitale Elemente, zum Beispiel der Tacho, das Cockpit, das ist serienmäßig und ist sehr gut ablesbar, weil es eben auch sehr hoch aufgelöst ist. Dann haben wir hier ein optionales Head-Up-Display, was selbst bei Sonne sehr gut ablesbar ist. Das zeigt dann alle relevanten Fahrinformationen in der Windschutzscheibe. Das ist ebenfalls gut gemacht. Dann haben wir hier das Infotainment-System, womit wir wieder auf die Bedienung zurückkommen, leider ohne Drehregler, ähnlich wie beim VW Golf und beim Seat Leon. Das heißt also, wenn ich hier die Karte habe und ich möchte ranzoomen, dann muss ich doch beide Finger nehmen, um ranzuzoomen oder rauszuzoomen. Und das lenkt mich dann doch schon ein bisschen ab. Dies liegt aber nicht nur am Audi. Die Touch- und Wischbedienung ist heutzutage State of the Art und völlig normal geworden. Dennoch hat der Audi noch am meisten echte Knöpfe zu bieten. Weiter geht's mit dem Platzhirschen, dem Auto, das einer ganzen Klasse seinen Namen aufgedrückt hat. Ja, die Golfklasse. Und das hat auch gute Gründe. Ein Golf ist solide, wertig und lässt sich super fahren. Aber wie sieht's mit Generation 8 als Mild-Hybrid aus? Grundsätzlich ist das Beschleunigungsvermögen ähnlich wie beim Audi A3 und beim Seat Leon. Das unterscheidet sich wirklich nur um mal ein, maximal zwei Zehntel. Da schenken die sich nichts, auch was den Benzinverbrauch angeht, sind alle drei auf einem sehr identischen Niveau. Der Unterschied aber bei den Fahrzeugen ist, dadurch, finde ich, kann man auch ihren Charakter so ein bisschen festmachen, ist die einzelne Abstimmung der Systeme. Der Golf legt zwar auch Wert auf Komfort, konzentriert sich aber doch schon auch noch ein bisschen mehr gefühlt aufs Fahren. Ich merke zum Beispiel, dass das DSG hier ein Müh früher zurückschaltet, aber ebenso sanft hochschaltet. Und dadurch habe ich einfach das Gefühl, dass ich ihn auch quirliger bewegen kann, dass ich einfach immer ein bisschen schneller am Drücker bin. Das Fahrverhalten des Golf 8 ist tendenziell dynamisch ausgelegt. Wer sagt, ich möchte ein Auto, was irgendwie beides kann, der wird mit dem Golf das richtige Auto finden, denn man hat einfach alles aus beiden Welten hier und das wird einfach so schön abgemischt von den Volkswagen-Ingenieuren, dass man eigentlich in jeder Lebenslage total zufrieden ist. Typisch Golf sein Aussehen, auch wenn es gänzlich neu ist. Die 8. Generation hat recht wenig mit seinem Vorgänger gemein. Es gibt neben einer neuen Optik auch eine neue Technik. Der Kofferraum ist mit bis zu 1237 Litern zwar nicht ganz so groß wie der des Leon, aber größer als der des Audi. Das Interieur ist modern und sehr aufgeräumt, die Ergonomie samt tadelloser Sitze top. Die Bedienung ist nun intuitiv und verzichtet fast ganz auf klassische Bedienelemente. Dafür lassen sich jetzt nun noch mehr Wünsche per Sprachbedienung äußern. Hey Volkswagen. Ja, bitte? Mir ist warm. Gern, vorne links wird es gleich kühler. Er präsentiert sich grundsolide. Golf ist eben Golf. Er hat in der 8. Generation eine intuitive Bedienoberfläche bekommen. Also auch hier sehr übersichtlich, sehr modern, sehr aufgeräumt. Wenige klassische Knöpfe bis auf die am Lenkrad. Der Golf kann auf über 40 Jahre Erfahrung zurückblicken. Kaum ein anderes Modell kann das von sich behaupten. Und das merkt man auch. Insgesamt betrachtet ist er der ausgewogenste im Test und wirklich von jedem kinderleicht zu bewegen.
Die Ergonomie im Golf 8, die ist wirklich top. Man sitzt sehr schön hier. Empfehlenswert sind auch die Ergo-Aktiv-Sitze, die wir hier im Auto optional drin haben. Das heißt, sie sind vielseitig einstellbar. Die stützen sehr gut. Wir haben aber auch hier ein optionales Adaptivfahrwerk verbaut. Und da muss ich sagen, es macht den Golf zu einem besseren Auto. Es ist sanft filternd, was die Unebenheiten auf der Straße angeht. Der Aufbau bleibt ein bisschen ruhiger, wenn ich dynamischer unterwegs bin. Das ist alles ein bisschen erhabener, ein bisschen sanfter. Das heißt also, ich persönlich würde auf jeden Fall empfehlen, das Adaptivfahrwerk mit anzukreuzen, wer sich einen Golf 8 kaufen möchte. Im Golf 8 mangelt es an nichts, vor allem nicht an sicherheitsrelevanter Ausstattung, an Fahrassistenzsystemen. Der Golf 8 ist nämlich der erste Kompakte, der mit einem teilautonomen Fahrmodus auf den Markt kam, also mit dem sogenannten Travel Assist. Das heißt, das Auto beschleunigt selbst, bremst selbst und lenkt auch selbst, vorausgesetzt, man hat immer mal wieder die Hände am Lenkrad. Und jetzt ist es so, dass der Seat Leon diese Funktion auch bekommt. Seit Mitte 2020 hat er das auch, kann also mitbestellt werden für ein bisschen mehr als 200 €. Und der Audi A3 hat das auch. Bei ihm heißt es allerdings nicht Travel Assist, sondern adaptiver Fahrassistent. Die Funktionsweise ist aber dieselbe. Die Entscheidung fällt sicher nicht einfach, auch wenn jeder so seine Vorteile bietet. Der Leon ist das größte Auto, ja. Doch wie sieht's mit dem Platz im Fond aus? Bei einem Kompakten, da geht es ja auch um die Langstreckentauglichkeit. Das heißt, wie viel Platz habe ich im Fond, wie viel Platz habe ich auf der Rücksitzbank? Und da muss ich sagen, schlägt sich schon der Flachse hier im Vergleich sehr gut, der Audi A3. Da haben selbst größere Menschen hinten genügend Platz, auch auf längeren Strecken. Der Golf, ja, unser Allround-Talent, auch der bietet genügend Platz. Noch ein kleines bisschen mehr, weil er höher aufbaut als der Audi A3. Und am besten in diesem Kapitel ist unser Spanier, der Seat Leon. Der hat den größten Radstand und deshalb habe ich hier auch am meisten Kniefreiheit und am meisten Kopffreiheit. Die habe ich auch. Ein ganz großer, der Leon. Er fällt vor allem mit einem feurigen Temperament und einer emotionaleren Designsprache auf als seine Konkurrenz aus Deutschland. Zusammen mit seinem flippigeren Fahrverhalten ist es auch beim Leon eine runde Sache. Willkommen in Spanien, naja, zumindest was das Auto angeht. Hinter dem Steuer des neuen Seat Leon, ja, kommt sehr viel Freude auf und er löst das Versprechen ein, das sportliche Versprechen, was bereits seine Optik außen wie innen ankündigt. Also Kurvenräubern oder hier zackig mal ums Eck flitzen, das macht in diesem Wagen, finde ich, am meisten Spaß. Wir haben eine wirklich satte Straßenlage. Das Kurvenverhalten ist wirklich par excellence. Hinzu kommt der Radstand, der ja 10 cm größer ausfällt ungefähr als beim Golf 8. Und somit haben wir vor allem bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn, ich rede so von 200 km/h, habe ich ein ruhigeres Fahrverhalten und ergibt sich deutlich spurtreuer. Auch das, finde ich, ist ein großer Pluspunkt des Seat Leon. Ich sitze wirklich angenehm, auch hier leistet sich Seat keinen Patzer. Das heißt, die Sitze sind komfortabel, bieten aber trotzdem einen gewissen Seitenhalt. Sie sind auch vielseitig einstellbar, in dem Fall sind sie manuell einstellbar, nicht elektrisch, wie es bei Audi A3 und Golf der Fall ist. Aber auch da kann man optional noch dran feilen. Der Seat Leon traut sich richtig was. Mit seinen Ecken und Kanten ist er der Blickfang dieses Trios. Er wirkt nicht ganz so glatt gebügelt und nicht nur das macht ihn so charmant. Im Interieur dasselbe Bild. Dank der FR-Ausstattung vor allem besonders sportlich. Rote Nähte und ein unten abgeflachtes Sportlenkrad sind nur ein Teil davon. Die Bedienung baut ebenfalls wie bei A3 und Golf auf dem MEB3 Baukasten auf und gefällt. Ist hier und da allerdings etwas unübersichtlich. Umso übersichtlicher zeigt sich das fast entknopfte Cockpit mitsamt spektakulärem, optionalen LED-Ambiente-Licht. Die Bedienung im Seat Leon ist ähnlich intuitiv wie beim Golf 8. Das bedeutet, wir haben weniger klassische Bedienelemente, mehr dafür digital. Das heißt also, auch die Klimaanlage wird getoucht und geslidet zum Beispiel. Und auch hier das Licht zum Beispiel hier oben. Und natürlich auch diese aufgeräumte Mittelkonsole mit diesem Shift-by-Wire-DSG-Wahlhebel.
Der Seat Leon gibt sich etwas verspielter als Golf 8 und Audi A3. Auch daran merkt man wieder seinen Charakter, dass er so ein bisschen auf jüngeres Publikum abzielt. So haben wir hier natürlich ein virtuelles Cockpit, klar. Und wir haben ein 10 Zoll Infotainment-System. Das ist das größere von zwei angebotenen, das andere hat 8. Das heißt, wir haben hier ein wirklich großes Display, was aber auch ganz viele Sachen darstellen kann. Und das tut es eben auch, wenn man hier mal schaut und mal zum Beispiel auf das Auto tippt. Dann habe ich ganz, ganz viele Schaltflächen. Da muss ich mich natürlich erstmal zurechtfinden. Das dauert eine Weile. Da finde ich, ist die Menüführung, der Aufbau bei einem Golf 8 etwas übersichtlicher gestaltet. Es gibt eben nicht ganz so viele Schaltflächen. Aber wenn man das ein paar Mal bedient hat, dann weiß man dann schon ungefähr, wo was ist. Er ist der einzige in diesem Dreier-Vergleichstest, der kein Head-Up-Display hat. Das heißt, da müssen Käufer oder Interessenten eines Seat Leon drauf verzichten. Wer keine Lust darauf hat, das Infotainment-System während der Fahrt zu bedienen, der nutze am besten die umfangreiche Sprachsteuerung. Und die hat noch einige Funktionen im Vergleich zum Vorgänger hinzugewonnen. Nicht nur hier im Seat Leon, auch beim VW Golf 8 und beim Audi A3. Die Funktionsweise ist ähnlich. Während ich beim Golf zum Beispiel Hey Volkswagen sage, um das System zu aktivieren, sind es beim Seat Leon zwei andere Wörter. Und da würde ich sagen, probieren wir es doch einfach mal. Hola, hola. Was möchten Sie tun? Mir ist warm. Gern. Vorne links wird es gleich kühler. Kommen wir nun zum Klassentreffen. VW Golf, Audi A3, Seat Leon. Drei Kompakte mit 150 PS Mild Hybrid Technik. Große Unterschiede wird es nicht geben? Oh doch. Auch wenn alle drei sowohl sanft als auch straff zu bewegen sind, bietet jeder von ihnen tendenziell eine andere Charakteristik. Wir fassen zusammen. Kommen wir nun zum Fazit bei diesem Dreier-Vergleichstest zwischen Seat Leon, Golf und Audi A3. Und ich muss sagen, alle drei sind tolle Fahrzeuge, sie fahren wirklich wunderbar, aber jeder auf seine eigene Art und Weise. Der Leon, der gibt sich betont sportlich und am dynamischsten in diesem Vergleich. Der Golf, ja, der Platzhirsch sozusagen, das ist und bleibt der Allrounder. Also der hat wirklich die größte Spreizung zwischen komfortabel und dynamisch und zu guter Letzt der Audi A3, der aber nicht den letzten Platz hat, nein, der fährt einfach am komfortabelsten. Wem das gefällt, der greift bitte zu dem Wagen hier. Aber er ist leider auch der teuerste in diesem Vergleich, gefolgt vom VW Golf. Und am günstigsten ist tatsächlich der Seat Leon. Jetzt liegt's an euch.